Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Ja, wir haben in der letzten Folge unser letztes Kopfgeld gejagt und sind jetzt kurz vor Rang 3 als Peacekeeper. Und wir haben gesehen, dass wir noch eine Space Station besucht und wir haben gesehen, dass wir dort eine eigene Space Station bekommen können. Hier so ein Station Transponder kriegt man als Belohnung. Wenn man 50 Titanium Bars, 50 Gold Bars und Silber Bars plus 1000 Pixel dort abgibt. Gucken wir mal. Also Gold haben wir, Titanium und Silber haben wir hier gar nicht, aber wir haben auf jeden Fall Erze, das sollte nicht das Problem sein. Silber, Gold und Titanium. So, von 51 kriegt man glaube ich gut hin. Das ist dann nicht so die Welt. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich gucke nochmal schnell. So, 36 brauchen wir dann hiervon. Och, Kätzchen, geh mal weg. So, Silber hatten wir, glaube ich, gar nicht. 50. Und Titanium gucken wir gleich nochmal. So, Titanium Bars haben wir 7. Brauchen wir also noch 43. Ja, nice. Ja, dann können wir da jetzt direkt mal hin und die Mission erfüllen. Und dann können wir unsere eigene Space Station aufmachen. Also wenn das nichts ist, machen wir vielleicht aber dann auch in dem Sonnensystem, wo wir sind. Also wo unser Heimatplanet ist. Danke. Was denn noch? Achso, wir können uns noch einen holen. Okay. Ah, guck mal, die ist auch ordentlich was wert. Lass mal gucken, ob wir die vielleicht sogar verkaufen können, was man dafür kriegt. Würde mich ja mal interessieren. Nur mal aus Scheiß. Einmal mal gucken hier. Gerade 5.900 haben wir noch. So, was würden wir denn kriegen? 30.000. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber dafür, dass wir 1.000 Pixel bezahlt haben nur, plus die Erze, ist das eigentlich auch nicht schlecht, um ein bisschen Geld nebenher zu machen. So, die können wir schon mal wieder verkaufen. Ja, und das Teil behalten wir mal. Ja, machen wir nicht jetzt, aber demnächst mal, wenn wir auf unserem Heimatplaneten mal wieder sein sollten, können wir das dann mal ablegen. Nehmen wir mal hier irgendwie mit rein. Die wertvollen Sachen. So, wir wollen aber noch mal reisen. Und zwar, lass uns vielleicht sonst sogar noch mal gucken, was ist denn das hier? Peacekeeper Station, okay. Ob wir hier irgendwo einen Mond haben. Hostile Ship. Oder mal dahin. Okay, da gibt es gar nichts. Was ist denn das eigentlich?
Okay, irgendwie so ein Strudel. Lass uns mal gucken. Ist gar nicht warm, war bei so einem Teil schon mal. Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Okay, wir haben es auf jeden Fall mit Feinden hier zu tun. Ja, wir haben die Doppelschuss, also an beiden Händen haben wir Waffen. Das ist schon mal ganz praktisch. Bei solchen Geschichten ein bisschen mehr aushalten. Ich weiß halt nicht, ob die auch noch zusätzlich explodieren, wenn die mit einem kollidieren. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich will es auch nicht ausprobieren. Da ist noch einer. Ganz schön voll hier mit den Dingern. Aufpassen, wenn man hinfliegt. Ja, was wollt ihr denn? So, alles einsammeln und weiter geht's. Und noch ein paar Pixel. 120. Immer volle Energie, das ist auch ganz praktisch bei so vielen Gegnern. Wäre halt schön, wenn die auch was fallen lassen. Ah ja, okay, tun sie. Und nicht nur die Batterien, ich wollte es gerade sagen. Weil das sind ja leichte Gegner. Ah, okay, die explodieren. Jetzt haben wir es herausgefunden. Also immer schön auf Abstand bleiben. So, wir haben aber auch wieder volle Lebensenergie. Ein bisschen zu schnell. Auch ein bisschen schwergängig immer mit dem Mech. Der braucht immer ein bisschen, bis er anhalten kann. Klar im Weltraum. Autsch. Sollten vielleicht ein bisschen vorsichtiger agieren. So, wir müssen aber auch, glaube ich, gleich mal da sein. Schon ordentlich viele Feinde gehabt hier. Ja, da sind wir. Was haben wir denn hier Schönes? Wieder ein paar Materialien. Und die Tür kennen wir noch nicht. Also es gibt auch immer mal wieder was Neues zu entdecken. Der Hintergrund ist auch ganz cool hier, der orange, ne? Die Betten kennen wir noch nicht. Aber das sind doch die aus der Mine, glaube ich sogar. Haben wir die gar nicht gescannt damals? So, und ein paar Computer. So, das war's schon. Okay, nur ein paar Objekte gescannt, wirklich. Eine kleine Station gefunden. Okay, aber wir haben mal geguckt. So, lass uns hier nochmal hin. Wir brauchen halt nochmal einen Mond für eventuelle, ja, neue Spritsachen hier. Okay, auch kein Mond.
Dann lass uns mal gucken, wo unser Ziel ist. Einmal können wir ja noch fliegen. Fliegen wir da hin. Jump. So, hier hätten wir auch noch mal so eine Dinger. So, und hier haben wir einen Schneeplaneten. Hatten wir auch schon. So, im Notfall kaufen wir uns einfach Sprit. Genügend Geld haben wir ja. Das sollte nicht das Problem sein. So, hier waren wir scheinbar auch noch nicht. Das heißt, wir können einmal rundherum gehen. Immer diese Fliegemonster. Guck mal, hier die Kristalle können wir auch noch entdecken. Sammeln wir da irgendwas bei, ne? Ach, was ist das denn? Prism Shard. Nie gesehen. Der kommt hier mit rein. Crafting Material. Cool. Habe ich so noch nicht gesehen. Können wir denn das Eis nicht aufheben? Achso, weil wir schon wieder voll sind. Voll mit irgendwelchen Sachen. Clay hier, 1000. 1000 Eis. Wahnsinn. Dass man immer so mit der Zeit alles sammelt. Hier Knochen, Dry Sand, Cobblestone haben wir mehr als genug. Cobblestone Brick, Tar, Eis. Können wir alles wegschmeißen. Bisschen Wasser können wir wegschmeißen. Wenn wir Wasser wollen, gehen wir auf so einen Wasserplaneten. Noch mal ein bisschen. Krass, ich wusste gar nicht, dass es so ein Erz gibt. Frag mich halt, was man damit anstellen kann. Hier ist auch noch was. Interessant, also man entdeckt immer wieder irgendwas Neues. Ist wirklich so. Starbound ist immer für eine Überraschung gut. Ach krass. Die machen sogar richtig Licht hier, oder ist das der Kleine hier unten? Ja, das war der Kleine nur. Trotzdem interessant. Ach ne, das spiegelt sich. Geil. Coole Eiswelt. So, hier kommen wir zu einer Stadt. Von den Hilottles. So, da können wir nur wieder eine ganze Menge an Vasen zertrümmern, wo dann ein bisschen Geld drin steckt. Ansonsten haben die meistens nicht viel in ihren Dörfern. Aber wir gucken natürlich trotzdem rein. Wenn wir schon mal hier sind. Was hast du denn so? Weed Seed. Nö. Haben wir nicht. Oder reingeguckt? Nee. Die Flaschen nehmen wir mit. Können wir vielleicht auch nochmal aufstellen. Search for Clues. Ich bin jetzt dran vorbeigelaufen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir gehen ja meistens eher erstmal einmal rum. Machen wir sonst zum Schluss, wenn wir wiederkommen. So, hier plündern wir alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und wenn wir irgendwas entdecken,
was wir meinen, noch nicht zu kennen. Hier kommen wir nicht durch. Was ist hier los? So, Game hängt sich gerade auf, oder wie? Ja. Hat wohl ein bisschen geladen. Ich weiß auch nicht. Das können wir auch schon. Spiel du mal auf deiner Trommel rum. So, das war das Dorf. Hier gibt es wieder ein paar Kultisten. Einer zumindest. Bisschen Titanium. So, für eine Eiswüste ist ja aber auch ganz schön viel Grün. Muss man schon sagen, ne? So, hier können wir wieder ein paar Pilze sammeln. So, es dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir die 150.000 Pixel voll. Für das nächste Schiffsupgrade. Und ich hoffe, dann war es das auch. Ich glaube, 300.000 Pixel oder so. Puh, weiß ich nicht, ob wir die irgendwann mal zusammenkriegen. Hier große Lagerhalle. Da unten war nur wieder so ein Pot. Zum Öffnen ist da sowieso immer random, was da drin ist. Wenn wir Pech haben, ist da auch noch irgendwas drin, was uns Schaden macht. Search for Clues geht jetzt schon in die andere Richtung. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, du bist zwar ganz anderer. Komm mal her. Gleich auch wieder Hunger. Hier ist ein Gewehr drin. So, Korn Seed nehmen wir mit. Okay, dann essen wir mal was. So. Oh, eine Banane noch hinterher. Da sind wir auch schon satt. Geht doch alles. Ja, ich nehme ein paar Seeds mit für unsere Untertageanlage. Dann wäre so eine schöne Sprinkleranlage in unserem geheimen Forschungslabor. Und eigentlich wäre das ganz cool, wenn wir pro Ebene so eine Saat haben. So immer eine Saat zum Beispiel, weiß nicht, Kartoffeln, eine Saat Reis oder sowas. Ein Teleporter-Core. Da können wir eigentlich auch ein paar von verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir da so viele von brauchen. Sind auch ein bisschen was wert. Ja, Baumwolle lassen wir mal. Schon so eine Saat von Baumwolle mitgenommen. Auch die andere mitnehmen. So, hier Purpy.
eine Eiskiste drin. Gucken, was da drin ist. So, Survival Gear Backpack haben wir ja schon an. Können wir also verkaufen. Lass uns raus. Oh, was ist das denn? Sieht ja interessant aus. Kennen wir die Lichter hier schon? Die kennen wir schon, aber die Dinger da oben noch nicht. Ja, die Tür nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Lichter. So, das sind Ausschieblights. Die kann man da ran machen. Wusste ich gar nicht. So, Tungstenplattform. Das sind auch die, die wir verbaut haben. Okay, cool. Weiß zwar nicht, was das darstellen sollte. So, Search for Clues, genau. So, wir sind schon einmal rum. Also so groß ist der Planet auch gar nicht. Dann machen wir uns jetzt nochmal auf, hier die Kopfgeldjagd zu Ende zu bringen. Hier einmal runter. Okay, und hier sollen wir dann nach unten. Da haben wir uns von den Ärzten hier so ablenken lassen wahrscheinlich. Deswegen habe ich das gar nicht gesehen. So, da oben ist noch was. So, und hier finden wir nur wieder Informationen. Beziehungsweise sollen uns hier zum Ziel teleportieren. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, die sind ja nicht sonderlich schwer. Da macht unsere Waffe schon einiges wett. Wieder was zu scannen haben. Beide erledigt. So, da geht es nicht weiter. Hier müssen wir rein. Okay, hier kommen wir direkt runter. Dann geht es direkt weiter. So geil, wenn die mit einem Schlag schon sterben. Ne? Eine kleine Spielhalle könnten wir auch noch machen in unserer Forschungseinrichtung. Haben wir auf jeden Fall schon mal gescannt hier die Sachen. Vielleicht können wir die ja sogar gleich noch mitnehmen. Kennen wir das? Ja. Ich würde jetzt erstmal hier in die Richtung gehen. Einfach um zu gucken. Guck mal, hier kommen wir auch noch lang. Okay, da würde ich noch nicht runterspringen wollen. Hier nochmal hoch und gucken, was da auf der anderen Seite noch ist. Die Kette da oben. Okay, hier sind nur Server. Die kennen wir aber schon. Und er hier wartet noch auf uns. Okay, dann geht es sowieso nach unten. Ja, drei auf einen Streich. Ich glaube, da kommen wir nicht wieder hoch. So, das war's mit dir, Mistkerl. Nee, da kommen wir nicht wieder hoch. Schade. Na gut, aber ein paar neue Sachen haben wir entdeckt. Kopfgeld haben wir abgeschlossen. Was wollen wir mehr? So, hier gibt es aber nichts für uns zu mitnehmen. Irgendwie alles Schrott.
So, wir brauchen Sprit, Leute. Lass uns mal gucken, ob wir hier in der Nähe irgendwo so einen Mond finden. Was war denn noch hier nebenan? Fliegen wir da mal hin. View, da haben wir einen Mond. So, was war hier? Desert. Okay, ist nicht so interessant. Ja, gehen wir nochmal kurz runter und sammeln ein bisschen. Muss natürlich auf dieses Mondmonster aufpassen. Okay, hier kommen auch Asteroiden runter. Müssen wir auch noch drauf aufpassen. Alter, okay. Krass. Oh. Heftig. Der hat uns nur einmal getroffen und ja, da seht ihr mal, wie viel Schaden das Teil macht. Okay, gut, dass wir unsere Sachen hier direkt wiederholen können. Gut, wir müssen ein bisschen mehr aufpassen. So, ich buddel mich mal kurz hier rein, dann sind wir ein bisschen sicherer. Nur mal kurz ordnen hier oben. Blöcke brauchen wir. Und Bandagen. Die Dinger, beziehungsweise die können wir hier hinten reinmachen. Okay, und dann sammeln wir ein bisschen, ja, Sprit. Versuchen es. Ich würde halt interessieren, ob man die Kristalle irgendwie noch umwandeln kann, dass die zur Flüssigkeit werden. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das ja ein bisschen effizienter ist. Dass man sich hier überall so schnell durchgraben kann. Hier können wir noch mal rein. Kann man dieses Mondmonster irgendwie zerstören? Weil, wisst ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wenn es da einen Trick gibt. Dann könnte man hier natürlich auch ein bisschen mehr farmen. Ich möchte nicht riskieren, mich mit ihm anzulegen. So, wir haben auch gar keine Landmarke gesetzt. Also auf gut Glück dann erstmal ein bisschen sammeln, bevor wir dann sagen, wir gehen wieder aufs Schiff zurück. Auf dem letzten Mond, wo wir waren, haben wir auch ein bisschen Flüssigkeit gefunden. Ich weiß ja auch nicht, wie tief man hier gehen sollte. Und dann haben wir halt nicht so die Möglichkeit auszuweichen am Ende. Das hier finde ich schon riskant, weil man nicht so genau weiß, okay, kommt das Monster gleich? Aber noch scheint das nicht in unserer Nähe zu sein. Moondust 1031 schon gesammelt. Okay, da kam jetzt nicht mehr so viel. Was?
Nicht, dass wir gleich hier von der Seite kommen, weil wir zu schnell sind. Ja, schön, dass diese Kristalle halt auch immer leuchten. Dann weiß man, wohin man muss. So, da lohnt sich das nicht. Da können wir nochmal hin. Das lohnt sich doch. So, ich glaube, der Geist sollte dann auch gleich kommen. Beziehungsweise ist uns bestimmt schon dicht auf den Fersen. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Kristalle. Können damit erstmal wieder weiterfliegen. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Folge ist auch schon wieder vorbei, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein, wenn es heißt Starbound. Bis dahin, liebe Leute.